Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal und heute mit neuen WL-Highlights. Sonntag ist natürlich, ich habe heute Morgen die WL fertig gespielt im Stream, lief relativ gut und ihr seht schon, ich habe einen Neuzugang geholt für mein Main-Team. Ihr wisst ja, ich spiele eigentlich immer eine WL mit meinem richtigen besten Team, was ich habe, mit Eusebio, mit den ganzen Team of the Years, kennt ihr ja, und auch ein Team, was immer ein bisschen kreativer ist auf dem zweiten Account und natürlich auch deutlich eigentlich im Normalfall deutlich schlechter. Dazu kommt wahrscheinlich auch nochmal ein Video. Auch wenn ja diese Woche jetzt keine Promo kam, gab es ja coole Showdown-Karten. Und das finde ich eigentlich immer sehr nice. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, den Wout Weghorst abzuschließen mit 1,97 Meter. Er ist schon sehr teuer, aber er hat doch wirklich geile Boosts bekommen. Also hat deutlich mehr Beweglichkeit, Balance und so weiter. Hat 4 Sterne. Hier seht ihr das Team. Ich habe nebenbei noch Rivaldo getestet. Ihr habt es, glaube ich, gar nicht gesehen. Ich habe die Sokrates SBC noch gemacht gehabt. Ansonsten ist eigentlich, hat sich da großartig nicht so viel verändert. Und ja, ihr seht jetzt, glaube ich, ab Spiel Nummer 11. Oder ich glaube, jetzt stehe ich 10-0. Das ist jetzt Spiel Nummer 11. So muss es, glaube ich, richtig sein. Seht ihr die Games? Ich kam auch diesmal, ich glaube tatsächlich, dass ich sogar den Rekord geknackt habe. Wenn ich nämlich richtig nachgeschaut habe, habe ich für die 20 Spiele 1 Stunde 35 diesmal gebraucht, was nochmal schneller ist als beim letzten Mal. Da waren wir irgendwie mit 1 Stunde 50 oder so fertig. Ich habe, wie gesagt, jetzt jedes Spiel am Sonntag gemacht. Und ihr kennt das Spielchen, wenn man ein gutes Team hat, wenn man relativ früh 2-3-0 führt, dann gehen sehr viele Gegner raus. Und ganz so schlecht spielt sich das Team jetzt auch nicht mit Eusebio und so weiter und so fort. Habe ich da auch dann, ja, glaube ich, recht gut gespielt. Deswegen seht ihr, glaube ich, fast nur Rage Quits. Das kann ich zumindest schon mal vorwegnehmen. Also das Team hat ja immer mega gespielt. Für mich ist das immer, sage ich euch ganz ehrlich, eine sehr geile Mischung. Auf der Seite habe ich immer so mein Main-Team, mit dem kann ich immer ein bisschen chillen und im Stream auch einfach mit euch ein bisschen labern und die halt auch testen. Ihr wisst ja, ich liebe Eusebio einfach extrem. Hier seht ihr zum Beispiel einen so einen typischen Angriff. Ich kriege hinten den Ball, zack, 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 ab nach vorne in der 4-2-2-Raute, immer mit denselben Taktiken. Kurzpassspiel, die Leute laufen im besten Fall dann auch sich gut frei und Weghorst haut das Ding dann rein. Und so habe ich es halt ganz, ganz oft gemacht. Ja? Und das finde ich halt einfach sehr geil. Das geht mit dem Team einfach wunderbar, dieses offensive Spiel, ohne dass ich jetzt total krank reinschwitzen muss. Du hast auch mal gute Gegner mit dabei, ja, wo man sich auch mal ein bisschen anstrengen muss. Aber es ist meistens jetzt nicht so in der WL, dass ich da jetzt so komplett versteinert und reinschwitzen muss. Auch wenn teilweise gegnerische Teams auch hier richtig schmackhaft aussahen. Ihr wollt natürlich wissen, wie ist denn Weghorst? Ich gebe euch jetzt ein ehrliches Feedback. Ich fand den wirklich geil. Man muss dazu natürlich bedenken, das ist ein Spielertyp. Weghorst wird sich nicht eurer Spielweise anpassen. Ihr müsst euch dem Spielertyp Weghorst anpassen. Was ich damit sagen will: Die meisten Leute spielen ja eher weniger Karten, die 1,97 Meter groß sind, sondern natürlich eher kleine, quirlige Spieler, die sich gut bewegen. Ich fand Weghorst auch hier beispielsweise, hat ein sehr gutes Dribbling tatsächlich für seine Größe und war deutlich beweglicher, als ich dachte. Ich dachte erst so, ganz ehrlich, 1,97 Meter, ich nehme immer Haaland gerne als Beispiel. Unabhängig jetzt von den Fronts und den Troll, den ihr immer über Haaland von mir hören müsst oder euch anhört. Unabhängig davon ist Haaland ja, auch wenn der gefühlt 95 Beweglichkeit hat, der fühlt sich wirklich nie richtig beweglich an, wegen seiner Statur, wegen seinem Lauf oder wie auch immer. Es ist einfach nie so wie 95 Beweglichkeit. Bei Weghorst zum Beispiel, er war jetzt auch nicht beweglich wie ein Kylian Mbappé. Aber es war trotzdem viel besser, als ich dachte. Eher so wie so ein Ibrahimovic, wie so ein Tammy Abraham. Also wirklich Karten, die man halt spielen kann, die natürlich groß sind, die jetzt auch, das merkst du definitiv, dass der sich jetzt nicht 100 pro extrem schnell um den IV irgendwie dreht oder wie auch immer. Aber das soll er auch gar nicht. Trotzdem, auf jeden Fall ein Stürmer, mit dem man auch was kreieren kann. Der kann auch noch ordentlich passen und so weiter und so weiter. Ich meine, der hat auf der Karte 85 passen. Das ist echt mehr als solide. Hier habe ich tatsächlich einen Sieg bekommen. Ich habe diese Woche mehr Leute, die mir einen Sieg geschenkt haben, als bei 0-0 rausgegangen sind. Das möchte ich auch mal positiv ansprechen. War nämlich sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass es bei euch ähnlich lief, dass ihr da Glück hattet. Ich hatte wahrscheinlich einfach Glück. Aber auf jeden Fall habe ich heute echt, habe ich an diesem Wochenende viele nette Leute getroffen. Das kann man ja dann zumindest auch mal positiv erwähnen. Ansonsten im Torabschluss fand ich ihn richtig gut. Sowohl mit links als auch mit rechts hat er echt sehr gut genetzt. Kann ich euch sehr empfehlen. Und summa summarum, Kopfball natürlich auch stark. Ich habe
ich kann tatsächlich nichts. Also auf der PS4-Version ist es auch nicht so erfolgreich, auf Flanken zu gehen. Auf PS5-Version nochmal deutlich mehr. Also wenn ihr die spielt, ist Verus, glaube ich, sogar nochmal besser, weil Flanken dort einfach effektiver sind, beziehungsweise Kopfbälle auch vom Gefühl. Ich habe, glaube ich, sogar auch ein Eigentor gemacht und mal hier und da, ich glaube, 2, 3 Kopfballtore habe ich hingekriegt über die ganze Welt. Aber es passt auch kaum zu meinem Spielstil. Ihr wisst, ich spiele immer dieses einfach X-Pass kurz und schnell nach vorne, ohne viele Tricks, ohne viele Flanken. Das seht ihr ja. Die Tore sehen ja oft relativ einfach aus. Das sagt ihr mir auch oft, aber ich denke, das ist halt die Kunst dann auch dahinter. Und das war das einzige Tor, wo ich sage, das war absoluter Blödsinn, was ich hier gemacht habe. Da habe ich tatsächlich ein bisschen Glück gehabt in dem Spiel, weil der Gegner hat es auch schon 1-0 geführt und dann, das war echt ein bisschen lost. Also ich mach's kurz, ich kann euch Verhorst empfehlen, wenn ihr Bock auf eine Fun-Karte habt. Er ist mit 370k meiner Meinung nach für die Meta trotzdem zu teuer, weil, ja, wir haben halt die Meta und 370.000 oder irgendwie 300.000 kostet der, glaube ich, ist dann einfach trotzdem zu viel. Es gibt noch sehr viele weitere Showdown-Karten aktuell, die auch interessant aussehen. David Chalison zum Beispiel hat natürlich noch 5 Sterne Weak Foot. Sie ist ähnlich gut, die beiden Spieler gegeneinander. Braithwaite sieht auch ganz nice aus. Also deswegen, ich sag nicht, ihr müsst Vehost unbedingt machen. Es ist halt was komplett anderes, was es so selten gibt. Es gibt wenig Spieler, die halt ähnlich sind wie Vehost. Das fand ich ganz cool, deswegen wollte ich ihn auch unbedingt testen, weil so einem Richarlison weiß man ungefähr, was man kriegt. Man macht die SBC und es gibt halt sehr viele Spielertypen, 4 und 5 Sterne, 1,80 Meter groß aus Brasilien, bla bla bla. Also da gibt es halt genug Spieler, die irgendwie ähnlich sind vom Typ, ja. Und das gibt es halt bei ihm gar nicht. Das finde ich halt cool, kreativ und hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dem zu spielen, sage ich euch ganz ehrlich. Trotzdem, entscheidet für euch selber. Ich finde alle Showdown-Karten eigentlich relativ gut. Ich finde alle ein Stück teuer. Sag ich euch auch ganz ehrlich, also ich würde jetzt nicht unbedingt die machen, wenn ihr wirklich alles dafür ausgeben müsst, sondern halt im besten Fall, ihr gebt 100k aus und habt irgendwie 200.000 als SBC-Futter bei euch im Verein. Denn denkt dran, bald kommt das Team of the Season und da ist es sehr geil, wenn ihr nochmal vielleicht 300, 400, 500k auf der Bank habt und das vielleicht ein bisschen spart. Die würde ich jetzt nicht unbedingt vorher ausgeben, weil dann kommen sehr viele Karten, die 93, 94er Bewertung haben und dann auch nicht unbedingt teuer. Das nehmt das zumindest noch mit. Ich bin mit Verhorst trotzdem sehr zufrieden gewesen. Ihr seht, ich habe das 19-0 dann mal wieder geholt diese Woche. War absolut mega schnell, hat aber einfach unglaublich Bock gemacht. Wenn ihr im Stream mit dabei wart, umso besser. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch ganz viel Spaß, wie immer, mit meinen Live-Rewards. Lasst gerne schon mal einen fetten Daumen nach oben da. So, Rang 1 haben wir uns gesichert. Mal wieder 19-0 geholt. Das ist sehr nice. Und dem Team hat es richtig Bock gemacht. Vought hat mich richtig in Rang 1 reingeschossen. Team of the Week ist ja leider nicht so gut. Deswegen, ja, wir machen natürlich die Packs auf, aber die 125k Packs und so spare ich. Die von Vought Vehos, die Packs habe ich zum Beispiel auch gespart. Wäre ganz nett, wenn wir vielleicht einen roten Navas oder sowas kriegen. Oder einen roten Di Maria. Irgendwie ein bisschen SBC-Futter. Der Verein ist ja relativ leer nach den Icon Picks. Anthony kriegen wir auch. Anthony tatsächlich, ja, also der wäre zu Beginn eine echt coole Karte gewesen, so am Anfang, mit 5 Sterne Skills, viel Pace. Der hat, glaube ich, auch irgendwie schon eine Team of the Group Stage Karte, glaube ich, bekommen. Mats Hummels gefällt das nicht. Dann haben wir als nächstes einen Otavio und einen Bergwijn. Bergwijn würde zu Wout Weghorst linken, aber den kann ich dann auch einfach kaufen. Vielleicht kriege ich jetzt noch einen Bergwein. Das ist ja ganz nice. Bitte nicht wieder Otavio. Bitte wenigstens Bergwein. Oh, Di Maria sogar. Geil. Geil. Perfekt. 89er noch. Das sind nochmal 50k. Das ist sehr gut. Da haben wir nochmal ein paar... Ganz ehrlich, das sind gute Picks. 89er und ein 86er. Dazu einen Anthony. Da beschwere ich mich nicht. Das ist echt in Ordnung. Letzte Auswahl war echt richtig gut. Fand ich auch. Weil, ja, da waren noch eine Menge... Auch so 83er, 84er, 85er. Diaz wäre auch in Ordnung gewesen. Also den ganzen anderen Kram hier safe ich bis zur nächsten Promo, wenn da irgendwas kommt. Vielleicht am Freitag. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen einfach. Lohnt sich jetzt einfach nicht zu öffnen. Ich brauche die Coins nicht zwingend. Ist nicht mal ein 84 Plus, ne? Ah ja. Perfekt. Mitoma. Willkommen. 14k kostet der aber immerhin. Ein 82er. Zumindest laut Footbin. Ja, könnte passen. Trajkovski, ist das der gegen Italien das Tor gemacht hat? Ja, ne? Oh, Hilfe, ey. Hilfe. Nordmazedonische Legende. Hat aber nur eine 76. Ach so!
Das sind ja gar nicht mal so gute Packs. Okay, Tierney immerhin 83, aber wir kriegen nicht mal ein 84 plus. Das sind alles nur Spieler, die nicht in der Startelf sind. Und dann dahinter so 76er und so. Was ist denn das hier? Tierney, ich meine, die Karte ist okay, aber ja, ich weiß ja nicht. So ein Tierney kann auch einfach mal hinter so einem Otavio oder so einem Tchouameni oder so einem Diaz oder so sein. Kriegen wir jetzt zumindest ein 84 plus. Oh, nochmal die Maria. Ja, okay. Okay, ich habe mich nicht beschwert. Ist in Ordnung. Wir sind auch nochmal 50k. Sehr gut. Na, guck mal, ganz ehrlich, der hat gesaved, die Maria. Der hat gesaved. Und Ochoa. Da machen wir zumindest ein paar Coins wieder zurück, weil wir viele 75er gezogen haben. Das sind immer dann auch nochmal 3, 4, 5k, ob du einen 75er oder einen 83er ziehst. Und die haben wir dann mit dem Di Maria wieder so ein bisschen rausgemacht. Ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Der Rest der Packs gibt es dann halt irgendwann die Tage, wenn wieder was zu ziehen ist. Macht jetzt einfach keinen Sinn.